Paris 1968. Da wollen wir weiter vandalieren als Rock. Ich weiss, das klingt ähnlich wie ein anderer deutscher Let's Player, aber es ist einfach, weil ich hier den Bindestrich vergessen habe zu machen. Und ja, ich finde es eine coole Abkürzung für meinen Namen als Game Rocker. Und darum komm, 1968. Wir wollen hier jetzt endlich mal noch fertig sprayen. Wir sprayen wendvoll. Für gewisse Leute ist das ein Vandalakt. Für andere Leute ist es Kunst. Ich glaube, ich bin irgendwann zwischen ihnen. Wobei, nein, mein Zeug ist nicht wirklich Kunst, was ich liefere. Wir probieren hier rauf zu kommen und etwas Geiles und Schönes hinzusprayen. Aber zuerst gehen wir einfach mal eins führen, dann gehen wir nochmal eins führen und dann bist du da am Pennen, oder was? Mache ich so, hole die Flasche, dann gang ich. Scheibe, wo gang ich denn, wenn ich sprayen will? Also den Stern wollte ich holen. Ich gang hier hin, pfeife, gang hier hin, dann kommst du. Dann gehe ich zurück, dann siehst du mich, aber du musst aussen rum, weil der Polizist ist zu blöd, um da durchzugehen. Ich gehe da durch, du kommst da runter, ich laufe dir hinten an, nehme da die Flasche, dann rühre ich sie wahrscheinlich da hin, dass ich da raufkomme. Ja, das kommt gut. Also, bist du da mal da hin und pfeife. Hallo? Schau mal, da bin ich. Komm da rüber. Ja, du siehst, er läuft dort schon rauf. Dann nehmen wir doch dort den Bonus. Laufen dir hinten an. Die Frage ist einfach, wann kehrst du dich? Wahrscheinlich da, wenn ich da bin, kehrst du dich und dann siehst du mich. Musst schauen, so wird es sein. Ah, nein. Aber gehst denn du auch wirklich dort rüber? Ja, sehr gut. Puh, Glück gehabt, hast du gesehen. Wir nehmen jetzt hier die Flasche. Wie kann man die schiessen? Die kann ich bis da hin schiessen? Das ist ja perfekt. Das machen wir gerade. Jawohl. Dann hauen wir nämlich dort ab. Und ich kann hier rauf sprayen. Yeah! Komm, lass mich sprayen. Und ich habe mir etwas ganz Spezielles ausgedacht. Für mein letztes Tag, den ich hier mache. Oder besser gesagt, für mein letztes Graffito. Weil ich werde das Let's Play nicht mehr weitermachen. Ich finde, ich muss das irgendwie selber mal machen und selber gemacht haben und selber gespielt haben. Ah, ich kann hier über die Wand raus sprayen, das ist ja geil. So, wir machen hier mal einen schwarzen Hintergrund machen. So, und dann habe ich gelernt, muss man immer zuerst die Hintergrundfarbe machen. Und zwar machen wir jetzt hier zuerst mal einen roten Streifen. Aber das gefällt mir nicht, wie das hier irgendwie ist. So, rot, dann nehmen wir Orange, so, jawohl, und dann würde ich sagen, als nächstes gerade gelb, komm, so, uiuiui, legst du mir, kann ich schön gerade zeichnen, dann wäre grün mal an der Reihe, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, so, da auch ein bisschen dicker, fetter Strich, und dann nehmen wir noch blau rein, so, wow, geil und matt. Und als Schlusslicht gibt es noch einen violetten Streifen. So. Ah, wunderbar, wunderprächtig. Und jetzt schreiben wir es in schwarz oder schreiben wir es in grau? Ich glaube, wir schreiben es in schwarz und umranden es dann weiss. Weil es gibt einen Spruch, den ich einfach finde, gehört dazu, muss man haben. Und er soll positiv wirken. So. Ich mache das so. Alles wird gut. Yeah. So. Schön, jetzt sind wir das hier noch schnell ein bisschen weiss umranden, damit es ein bisschen schöner aussieht. Da sind wir außen rum, das sieht nämlich noch cool aus so. Yeah. Oh, da bin ich ein bisschen daneben, aber das macht nichts. Da machen wir es so. Weil das E wollen wir ja hier so haben.
Da machen wir es aber so. Ja, die müssen wir dann vielleicht mit Schwarz noch ein bisschen auskorrigieren, aber alles im Lot. So. Ja, eben. Ich und meine künstlerische Ader, das ist etwa gleich wie ich im Game. Keine Geduld. Okay, aber kommt schon gut, kommt schon gut. So. Wer nicht weiss, für was die Farbkombination im Hintergrund, die ich gewählt habe, steht. Oh, was habe ich denn da gemacht? Warte, das muss nein, schnell retouren. Oder das hat irgendwie. So muss doch das irgendwie sein. Oh, verdammt, was mache ich? Hey, kann ich das auch noch gut und schön machen? Ey? So. Und jetzt hier innen rum noch. Ja, es läuft mir fast ein bisschen zu viel Farbe runter da in diesem Game. Aber ist okay. Ich finde es cool, der Effekt. Gut, das sieht jetzt eher aus wie ein Kreuz. So, aber. Ist doch gut, ist doch schön. Also gut, es ist ein bisschen zu viel, was runterläuft. Wir machen das mal hier noch das Tag in Weiss machen. Einfach, damit es wieder einmal klar ist. So, haben wir es. Schön hingesprayt. Wenn ich jetzt hier runterkomme, wirst du mich hier gerade sehen. Verdammt, Mist. Scheiße. Okay, wir üben es nochmal. Wir üben es nochmal. Aber der Anfang war, glaube ich, nicht schlecht gewesen. Also hier hinkommen, pfeifen. Dann haust du dort über, ich hau hier über ab. Wahrscheinlich müsste ich eben gar. Ich könnte hier pfeifen, wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt mal behaupten. Komm da, komm da, dann komm da. Du läufst jetzt eben wieder retour und das ist mein Problem. Du musst weg. Also da habe ich nicht schon, komme ich so weit. Ich komme so weit, aber du wirst das nicht mehr hören, oder? Zeig. Lassen wir mal. Mal! Er gehört! Ja, sehr gut! Also, aber. Wieso bist jetzt du da? Jetzt kommst du dort rauf? Wieso kommst du jetzt dort rauf? Du bist doch ein Volldeppen, Elende. Hau ab. Hau ab. Hau rauf. Dann sprayen wir da. Das ist ja wunderbar. Das funktioniert ja wie am Schnürchen. So. Und jetzt hauen wir einfach easy peasy ab. Schau, da. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. So. Ja, ja, bis der andere kommt, bin ich schon über alle Berge. Tschüss. Ah, schau mal, 3 Sterne geholt. Es kann nicht besser werden, als dass es ist. Ah, super. Also, nach Paris kommt irgendeine andere Stadt. Was kommt denn nachher? Ich hoffe, dass jetzt noch ein kleines Intro kommt. Es kommt New York, New York. Oh, und ich sehe, da kann man noch irgendwie abstechen zum Nummer 12 und zum Nummer 30. Aber zeig mal, ist retour. Sieht man dann auch noch weiter? Was kommt denn da noch? Weiß es nicht. Eins wird London sein, weiß ich. Das andere ist irgendwie. Das sieht nach Tokio aus. Vielleicht ist Berlin noch eins. Dort hat es nämlich die längste Mauer, wo Graffiti dran hängt. Oder einmal gehabt. Ja, ich empfehle das Spiel. Easy peasy. Kostet nicht viel. Irgendwie 5 Stutz oder 5 Euro. Es ist halt eine Herausforderung. Neben dem Knobeln und neben dem Zocken auch noch ein bisschen zu sprayen. Und falls nicht weiss wie oder was machen. Unten in der Beschreibung hat es einen Link auf meine öffentliche Spotify-Playlist zum der alten Hip-Hop-Kultur eine kleine Ehre zu erweisen. Ich danke vielmals, dass du hier dabei warst und hoffe, bist du es irgendwie mit einem anderen Projekt dann auch wieder. In diesem Sinn, cheers!